Hast du Höhenangst? Nein. Gut. Im Prinzip, und das kannst du erkennen, Havulgard wird es eher tun mit Balanceakt und mit einer Körperbeherrschung, mit ihren Bauchmuskeln, die sich anspannen, und so stemmt und stellt sie sich gegen das Schiff. Elfanora hingegen wird es ganz anders tun und viel eher sich treiben lassen von dem Wind und tanzt über das Deck. Du kannst dir also aussuchen, wie du jetzt ja, dich so ein bisschen mit den Reckern abgeben magst, wenn du dann an ihnen vorbeigehst. Möchtest du Körperbeherrschung würfeln oder tanzen? Ich denke, ich möchte tendenziell lieber tanzen Das würfeln. habe ich mir fast gedacht. aber weil du gerade Deck gesagt hast, wir sind jetzt oben auf dem Mast, oder? Genau, also wie gesagt, das ist jetzt der erste Mast, den du erklommen hast, 6 Meter darüber, und weitere 6 Meter kannst du dann den zweiten Teil vom Mast erkennen, wo dann das obere Teil des Schiffes dann herunterhängt, ja, so die anderen Schiffssegel. Ja, also Zulamin beobachtet beide Frauen, was sie sich von ihnen abschauen kann, macht das aber doch tendenziell, naja, auf ihre eigene Weise. Leichtfüßig, wie du es im Raya-Tempel gelernt hast, wenn man dann zwischen den Glasscherben hindurchspringen muss, ohne sich dann die Füße aufzuschneiden, oder an den Kohlebecken, wie es die Ferkiner getan haben. Ja, von dort oben kann man auch die Tümmler viel besser erkennen, die Delfine, die dir dann entweder die Hochgeweihte mitgeschenkt hat, oder Effert selber, wie er dann euch begleitet. Und ja, du kannst auch von hier die weiteren Lieder hören, wie dann die Matrosen sie dann anschmettern, angezählt von ihrem Maat. Und ja, was tun die anderen derweil? Der Ventilio steht mit nicht falsch machen. Lahalkash diskutierend gerade am Bug. Nun, aber da seht ihr, wenn wir hier einfach einen einzigen Nagel hereintreiben würden, würde das denn wirklich etwas ausmachen? Ihr habt nicht wirklich Ahnung, oder? Nein, deswegen habe ich euch herbeigebeten. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Nun, seht ihr, wir müssen die elementare Bindung des Schiffskörpers fokussieren, an dieser Stelle, denke ich. Ist dies denn die Mitte des Buges? Ihr wisst schon, dieses, wir stehen auf dem, lass mich mal Token mal ziehen, Vorderkastell, von diesem Ding hier. Er hängt irgendwie halb unter den Aal geklemmt und deutet da auf eine Stelle, die man stehend gar nicht sehen kann. Es muss die Mitte sein, das ist wichtig. Also, die Mitte befindet sich sicherlich noch 2, 3 Zentimeter daneben. Seht ihr, warum zeichnet ihr mir sie nicht am besten an? Kommt einmal herunter. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, wie Effert und Ingrim dazu stehen, wenn ihr jetzt elementare Nägel eintreibt. Nun, es wird kein elementarer Nagel sein. Der Nagel bietet nur dazu, die elementaren Kräfte zu fokussieren. An diese Stelle und sie dann über die Hauptleitsigilie in die Mitte des Schiffes abzuleiten, wo sie dann von einem entsprechend aufgeladenen Edelstein Ich habe wirklich keine Lust, euch zuzuhören. Ich mache das jetzt einfach, okay? Ja, am besten. Er nimmt ein Stück Kreide aus seiner Schürze und zeichnet dann verschiedene Stellen ein und auch Nägel, die bereits eingeschlagen sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Nägel schon nehmen, die sind halt schon drin. Oder ihr nehmt den und den Punkt, dann könnt ihr da einen neuen Nagel einschlagen, aber das macht ihr selbst. Hervorragend, ich muss sogar, es ist ein gewisser Trick dabei. Jetzt müssen wir das Ganze nur pro Deck einmal machen und dann vermutlich am besten noch an jedem Masten. Wie gut, dass ich bezahlt werde. Genau, wenn man wieder, oh je, werden gerade irgendwie so ein Bündel Aale vorbeigetragen. Verzeiht, nun hier entlang, denke ich. Ich hoffe, das ist abgestimmt. Aber ihr seid ja jetzt Magier zur rechten Hand und so. Und dann geht es fröhlich über das ganze Schiff und es werden kleine Kreidemarkierungen, von denen ein Drittel vermutlich wieder verschwindet, bei normalen Arbeiten überall hingemacht. Ja, mit jedem Nagel, den du eintrittst, wird das Gesicht des Ingrim-Geweihten, ja, die Mundwinkel gehen noch weiter nach unten mit jedem Nagel, und du bist dir gar nicht sicher, dass dein Mundwinkel so sehr weit nach unten stehen kann, aber die Gesichtszüge von Lahalkash sind beeindruckend. Fertig. Seht ihr? So einfach war das. Am besten morgen oder so reden wir über die Schnitzereien, die notwendig sind. Ich werde das Ja. alles melden. Sicher doch, sicher doch. Was? Ich werde das melden. Inwiefern? Bei der Kapitana, ob das seine Richtigkeit hat. Nun, ich bin mir sicher, ihr werdet euch hervorragend mit der Kapitania über angewandte elementare Bindungen auseinandersetzen können. Es wird ein Erlebnis, da bin ich mir.
voll und ganz zuversichtlich. Ja, er klopft dir mit seiner riesigen Hand auf die Schulter und du spürst wohl irgendwas knacken. Dann will ich euch aber doch nicht von euren zweifelsunwichtigen Arbeiten aufhalten, nicht wahr? Genau. Ja, aber mir, was tust du so? Ich wäre zurück in der Kabine gegangen, die Tür ganz normal zugemacht und hätte mich erstmal meinem Konstrukt gewidmet und nachdem ich da so ein, zwei Minuten dran herumgewerkelt habe, schmeiße ich die Nietenzange in die Ecke und das lässt mir keine Ruhe. Ich würde dann nochmal zur Tür gehen, die ordentlich verschließen und verriegeln. Nochmal links und rechts an den Wänden zu meinen Nachbarkabinen lauschen, ob ich da auch Geräusche höre. Eigentlich nicht, nein. Also du kannst es von deiner rechten Seite kannst du es leise singen hören. Ein okay. Melodisches Stimmchen. Aber nicht so, dass es dich stört. Gut. Ja, dann würde ich meinen Geheimversteck aufsuchen und dort ein gewisses Buch hervorholen und auf meinem Schreibtisch ablegen. Die Umhüllung entfernen, das waren durch Ledereinbände und das Buch mal auspacken. Nun, es ist wohl soweit. Ich würde vorher noch ein Odem auf das Buch werfen, beziehungsweise es ist verschlossen oder es war ja, glaube ich, es war eine Steinplatte, die mit eine Art Haut bespannt ist und verpackt nochmal in irgendwelche Korallenschalen. Ich hab's nicht mehr richtig im Kopf. Skorpionschalen, du meinst das Buch, was aus der Stadt aus der Tiefe ist, ja? Ja, genau. Jenes Buch. Ist es irgendwie verschlossen oder kann man es einfach aufschlagen? Du kannst es aufschlagen, ja. Gut, bevor ich das tue, würde ich vorher nochmal ein Odem wirken, um eventuelle magische Fallen zu merken, hoffentlich. Ich wurf einfach mal. Ich lasse mal für Zeit. Ja, du siehst, dass weder die Skorpionhaut noch dann, wenn du es aufgeschlagen hast, das Buch. Ich habe es nicht aufgeschlagen. Ich habe jetzt mal den Einband sozusagen betrachtet, magisch, ob der sich irgendwie. Die Skorpionhaut ist nicht magisch. Gut. Nun, dann wären wir wohl soweit. Ich würde dann ganz vorsichtig das Buch aufschlagen, so dass ich die erste Seite erstmal lesen kann. Also es ist kein Buch, es ist eine Steinplatte, die gespannt ist mit Molurenhaut. Das ist eine Steinplatte, die du gekauft hast. Okay. Wie klein ist diese Schrift dann eigentlich? Braucht eine Lupe dafür oder sind das nur die Cliff Notes? Gut, dann würde ich mich mal auf die oberste Zeile, wie auch immer, was da geschrieben steht, konzentrieren. Das ist ein Dämonikon. In einer merkwürdigen Ausgabe, die der Fachwelt so nicht bekannt ist. Ja, also. In Marisch geschrieben. Ich wollte gerade fragen, hast du halt Marisch schon gelernt? Nein, das habe ich noch nicht, aber dafür habe ich einen anderen Zauber. Ja, dann solltest du dir die Zeichen einprägen, damit du dann auch Marisch lernen kannst, weil sonst bringt dir die Molurenhaut nichts. Xenographus regelt. Genau, das war jetzt meine nächste Überlegung. Wenn ich merke, ich habe bis dato dieses Buch noch gar nicht aufgeschlagen, habe irgendwie sehr näher betrachtet, sondern bloß oberflächlich betrachtet. Ich würde jetzt einen Xenographus wirken. Und zwar, ich würde dafür auch Zeit lassen. Die Zuschläge können vom Meister verlangt werden. Plus 3 für eine völlig andere Sprache, die der menschlichen weit entfernt ist. Und zusätzlich nochmal ein Punkt pro Punkt über der Komplexität von 18 und Marsch hat eine Komplexität von 20 Sprache, also nochmal plus 2. Ja. Also nur plus 5, wenn du nicht anders sagst jetzt. Nee, das ist auf alle Fälle. Lass mal für Zeit, also ich könnte die minus 4 abziehen, dann wäre ich bei einer plus 1 durch den Xenographus. Asseran Tsubasa. Und probiere halt, ich würde mir 30 Kampfrunden Zeit nehmen. Also 30 Kampfrunden muss ich vorher festlegen, die Zauberdauer, also die Wirkungsdauer, würde erstmal auf 30 Kampfrunden begrenzen.
Ja, okay. Dann begreifst du wohl die Schriftzeichen. Du kannst sie identifizieren. Sie bleiben zwar auf dieser Molurenhaut gespannt, so wie sie auch eben schon waren, aber du hast ein intuitives Verständnis für diese Schrift und die Sprache. Und der Inhalt selbst ist aber trotzdem verwirrend. Während du quer liest, kannst du wohl an der kleinen Schrift identifizieren, wie es wohl ein Erfahrungsbericht ist aus den Niederhöllen, als irgendjemand vielleicht einmal sie bereist hat. Interessant. Ja, ich würde mir weiterlesen, solange bis halt dieser Wirkungsdauer dieses Zaubers erschöpft ist und mich 30 Kampfrunden sind 1,5 Minuten. Ja, genau. Ist nicht sehr lange. Ja, es reicht aber wahrscheinlich lauflich für die, keine Ahnung, da. Gut, gib mir mal eine Selbstbeherrschungsprobe, meine, das ist das Daimonikon. Okay. Elf Punkte. Dann fragen wir uns einfach mal Diamantis oder Raphim. Was tut ihr in der Zwischenzeit? Ich möchte mir die Geschützmannschaft ein wenig zusammensammeln. Am besten möchte ich erstmal auf Mr. Pluck zutreten. Das war doch der Richtige, ne? Der überwacht. Ja, Mr. Pluck. Mr. Pluck. Malbecock. Der Name ist Mr. Pluck. Gut, Mr. Pluck, Weibel. Ihr seid der Chef. Wie steht es um die Moral? Sind alle bereit, in die blutige See zu stechen? Wir werden bezahlt. Die Moral ist gut. Wir haben gut. Geschosse. Das ist gut. Ich hoffe, ihr habt euch nicht darauf eingestellt, hier während den Gefechten faul rumzusetzen. Denn auf diesem Schiff mit mir als Geschützmeister wird dem Vorurteil der faulen Geschützmannschaft entgegengewirkt. Wir werden mit dem Training beginnen. Und zwar genau jetzt. Wir haben 75 Mann auf dem Schiff, das sind immer noch nicht ansatzweise genug, um unsere Geschütze zu bemannen. Aber es reicht, um unsere leichten Rotzen und zwei schwere Rotzen zeitgleich abzufeuern. Und mit den leichten Rotzen werden wir trainieren. Wir hatten bisher nur schwere und mittlere auf dem Schiff. Ich möchte, dass ihr eure zwei Halbbanner, euer Banner in zwei Halbbanner einteilt. Ihr werdet abwechselnd mit den Maulwürfen trainieren, das Halbbanner, das noch da ist. In je ein Schichtakt, also 12 Stunden, stellt euch auf was ein. Wenn die Maulwürfe trainieren, solltet ihr alle zuschauen. Sie sind eingeübt und sie kennen die Prozedur. Weibelkork, lass die Mannschaft antreten. Die Maraskan-Flotte hört und gehorcht. Großartig. Und dann werde ich, je nachdem, was für ein Zeitraum du uns zur Verfügung stellst, auf jeden Fall jetzt 12 Stunden, also 3 Schichten. Kommt drauf an, wie weit ich durchkomme, bis irgendwas passiert oder ob wir jetzt eine Tagfahrt machen, mit A25 Mann trainieren. An den Belagerungsgeschützen, also an den Geschützen. Ja, also ihr habt wie gesagt 26, 27 Stunden, je nach Wind nach Elburum und nach Tirilliabat sind es dann 2-3 Stunden weniger, also werdet ihr sicherlich nicht ganz 24 Stunden, aber wenn du sagst 12 Stunden, kannst du auf alle Fälle dann die ganze Zeit nachladen, feuern und die Geschütze benutzen. Das wird auf alle Fälle viele Rotzenkugeln kosten, weil ihr die nicht wieder einsammelt, aber damit nein, zumindest... Nein, wir machen Trockenübungen. Trockenübungen. Wir machen ein, zwei Salven an, nur weil ich die neuen einschätzen möchte und ihre Trefferwahrscheinlichkeit und ihre Schussweise. Aber größtenteils machen wir Trockenübungen. Ja, du erkennst wohl, dass sie geübt sind, haben das wohl lange nicht mehr gemacht, aber wenn sie schnell wieder reinkommen, dann kannst du erkennen, dass ihre Fähigkeiten doch auf alle Fälle trainiert sind. Und ja, die saßen jetzt natürlich länger am Hafen, freuen sich jetzt aber auch, also die Moral steigt dann dadurch, dass sie jetzt wieder Trockenübungen macht. Und ja, sie freuen sich auf Piratenbegegnungen. Okay, ich will ihnen währenddessen was beibringen. Also ich selbst bin ja wahrscheinlich mit ihrer Qualität um einiges kompetenter als denen und möchte mein neu erworbenes Lehren ihnen näher bringen. Ja, dann gib mir mal eine Lehrenprobe. Wie hoch ist dein THW mittlerweile?
Ich habe einen Terbi von 15 mit einer Talentspezialisierung auf Kampftalente, wo Belagerungswaffen zu zählt. Da ich einen Talentwert von 15 erreicht habe, heißt es, dass ich wöchentlich zusätzlich zu der Lehrmeistersteigerung eine SE vergeben kann. Vielleicht kriegen wir die damit ja von Q4 oder Q5, was auch immer die sind, eine Stufe höher. Ja, leider kein schöner Wurf. Da nehme ich mal meinen Glückssegen, den wir heute bekommen haben, und würfel das Ganze nochmal. Und das sieht doch um einiges besser aus. Das sieht tatsächlich besser aus. Gut, ja, du bist wie gesagt der Meinung, die sind hochmotiviert, die Maulwürfe integrieren sich auch ziemlich gut und haben natürlich einen kleinen Vorsprung, weil sie das Schiff schon kennen, aber sie waren ja eigentlich Pioniere zu Land. Dementsprechend, die Maraskan-Flotte war ja schon immer eine Flotte und ja, im Verlauf dieser 12 Stunden, man fragt natürlich mehrmals nach, ob man dann jetzt auch endlich Rotzenkugeln verschießen kann, meinetwegen auch auf irgendwelche Ziele, die man sich ausdenkt, aber die Stimmung ist gut und die Leute haben eine schöne Qualität, die du im Verlaufe weiter steigern kannst. Ich würde derweil parallel Havulgard bitten, vielleicht mal ein paar Manöver anzusagen, die nicht unbedingt notwendig sind, einfach um zu schauen, ob das funktioniert. Ja, ist auch eine gute Idee. Sie nickt dann und wird dann verschiedene Segel wieder einziehen lassen. Das wird dann aber auch relativ schnell und geschickt gehen. Man ist zunächst erst etwas verwirrt, warum denn jetzt auf hoher See wieder alles eingezogen werden soll, gerade wenn man noch Wind hat und der dann schön von hinten reingreift. Aber nach kurzen Diskussionen, die sie dann einfach mit ihrem lauten Organ wieder überstimmt, werden die Segel eingezogen, die Taue wieder gespannt und alles wieder zusammengerafft. Und kurze Zeit später kommt dann wieder der Befehl zum Segelsetzen von ihr, was dann auch aber Silem von unten einen horasischen Fluch entringt. Der möchte einfach nur fahren und fahren und fahren. Aber ja, man hört dann auf dich, auf deine Befehle, die du dann angesetzt hast. Und ja, also es funktioniert. Ja, Sulamin nickt zufrieden und stellt auch viele Fragen. Also sie legt eine Ernsthaftigkeit bei der Sache an den Tag, die man ihr vielleicht nicht zugetraut hätte. Denn Seefahrerin zu werden war jetzt nicht immer ihr großer Traum. Aber ja, jetzt da sie nun mal Kapitänin ist, versucht sie darin auch gut zu sein. Und versucht zumindest mit, mit ihrem Wissen über Knoten ein bisschen Anknüpfungspunkte zu finden. Sehr schönes Wortspiel übrigens. Und bemüht sich einfach zu verstehen, wie so ein Schiff funktioniert. Ja, später, wenn du dann 2-3 Stunden oben gestanden hast, wird dann auch Havulgard gemeinsam mit dir wieder nach unten klettern, damit man sich nochmal den Bauchraum des Schiffes ansieht. Auch wenn da zurzeit wenig Leute sind, die da eine Funktion haben, einfach auch, weil gerade keine Ladung wirklich vorhanden ist. Aber sie zeigt dir dann eben auch nochmal die unteren Decks, damit du dann abseits von, ihr habt eine Kerkerzelle und ihr habt eine Kombüse, auch nochmal die unteren Laderäume dir angucken kannst. Und erklärt dir dann noch so ein bisschen die Funktion des Schiffes, dass man das im Prinzip dann auch mit Metall auskleiden könnte, dass es einen Auftrieb gibt, dass die Luft im Schiff dann eben auch dafür sorgt, dass man schneidiger ist, oder sie erzählt dir etwas über andere Bugarten, zum Beispiel die Zedraken oder ja, also die verschiedenen Ausfertigungen, auch die Kogge aus Festum oder so etwas. Auch wenn sie selbst Torwalerin ist, hat sie wohl schon einige Erfahrungen mit anderen Schiffstypen. Und dass Hasswolf sie mal empfohlen hat, ja, du erkennst, dass sie tatsächlich gerade für Schiffe auch brennt. Ja, und ich interessiere mich dann auch für so Sachen wie, wie viel Tiefgang haben wir, wie schnell sind wir, einfach um eine Vorstellung zu kriegen, was möglich ist. Okay, dann gib mir mal bitte einen W20 auf der Zufallstabelle. Raffi, möchtest du noch irgendwas tun? Ja, und zwar, ich würde mir Ippolita schnappen. So, sind wir also endlich los. Ich freue mich ja schon. Ja, ne? Ich denke, es wird aber noch ein bisschen dauern, bis es losgeht, da bin ich ganz ehrlich. Ihr wollt jetzt nach Elborum, ne?
Naja, das hat die Capitana befohlen, also ja. Komme ich da mit? Oder muss ich dann irgendwie ein Stinkig an Bord bleiben? Weil ich bin ja schon mitgekommen, damit ich eben auch Sachen erlebe. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, die Mannschaft bleibt hier wieder an Bord und darf nichts erleben und hält sich bereit, dann, naja, ich will ja eigentlich schon mitkommen. Weil sonst hätte ich auch bei Nahema bleiben können. Ja, ihr legt einen interessanten Ton an den Tag. Ich erinnere euch nochmal an die weisen Worte unserer Capitana. Ich habe ja nur eine Frage gestellt. Ich höre und gehorche. Ja, ich höre und gehorche auch. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ja, das habe ich nicht zu entscheiden. Gut, dann kannst du das ja gerne mal zur Diskussion anregen. Ich schlag das mal vor. Danke, Großer. Gerne. Ich wollte beten. Wärst du so freundlich, mich zu begleiten? Zu Chor oder zu Rondra? Na, darüber sprechen wir doch jetzt nochmal. Ah, ich hab's mir fast gedacht. Ich komme mit. Ja. Wer die Freiheit liebt, der muss sich selber dienen. Tja. Dann sag mir doch nochmal. 9 Regeln hattest du von Dogorio, Dula, Gorio, irgendwas, ne? Ja, aber ich bin ganz ehrlich, die 9 Regeln, die sind in deiner Zukunft. Worüber du dir Gedanken machen musst, ist was ganz viel Wichtigeres. Na, erzähl. Rondra sind viele, viele Regeln und bei Rondra kannst du deine Schuld immer abladen, weil es waren hier nur Befehle oder die über mir haben entschieden. Bei Chor musst du dich am Ende selbst verantworten. Tja. Weil du folgst nur dem, dem du folgen willst. Ja. Also wenn Sulamit Scheiße baut und ich deswegen Scheiße baue, dann wird man mir das vorwerfen auf der Waage. Ich wollte gerade sagen, spätestens die Götter werden über uns richten. Ja. Und dann Chor lässt auch kein Argument zu, wie das war ja ein Befehl. Ich bin mal so gespannt, wie das bei meinem Bruder und bei meiner Schwester ablaufen wird, wenn soweit ist. Aber die Tage will ich ja auch gar nicht herbeisehnen. Naja, so wie ich deinen Bruder erlebt habe. Er ist schon nervig, oder? Naja, der macht's, glaube ich, nicht mehr lange. Meinst du? Ich glaube schon, dass Boron dafür sorgt, dass er noch ein bisschen vor uns hat. Hat sicherlich eine Aufgabe. So wie meine Schwester auch. Naja, eins von beiden. Entweder Boron ruft ihn früh zu sich oder er wird steinalt. Da hast du nicht Unrecht. Tja. Zumindest hat meine Schwester habt ihr ja wieder aufgesammelt. Das war ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es mich hinführt. Für mich habe ich irgendwie noch keine Aufgabe gefunden, aber daran arbeiten wir jetzt ja. Ja, richtig, richtig. So, wir wollen jetzt beten, ja? Und du schneidest dich jetzt und ich soll dir nachsprechen, oder wie jetzt ist gerne? Ich höre und gehorche, Rafim, okay? Ich höre und gehorche. Ihr macht euch richtig sympathisch. Ich weiß. Also, ich gebe euch einen guten Rat. Kennt ihr die Idioten, die sich in die Hand schneiden? Ja. Das ist richtig dämlich. Kennt ihr die Idioten, die sich einen Finger abschneiden? Ja, da kenne ich ein paar. Sie zeigt auf deine Hand. Ja, ihr solltet euch niemals in die Handfläche schneiden, weil das heilt ganz beschissen. Ja, am besten noch Salz reinreiben, ne? Nein, ihr müsst ja die Waffe greifen. Passt doch mal auf. In den Oberarm. Okay. Das heilt besser. Und nicht links, sonst verblutet man, ne? Naja, kommt drauf an, wie mutig ihr seid und wie groß euer Vertrauen in die Götter ist. Okay, gut. Ich schaue euch erstmal zu, ich mach dann gleich mit. Ich mach euch das nach, ihr macht vor. Ich höre und gehorche. Wunderbar. So möchte ich meinen Tag verbringen. Gib mir nochmal eine Überzeugenprobe für ihre... damit sie irgendwann Chor akkulutern wird. Überzeugen. Müsste sogar 18 Punkte sein, oder? Ja. Ja, wegen Spezialisierung. Mhm, gut. Also sie ist noch nicht dabei, sich den Finger abzuschneiden, aber du bist, also diesen Kampf Rondra gegen Chor, den hat Rondra im Prinzip schon verloren, weil sie halt keinen Rondrianer mit an Bord geschickt hat. Ihre letzte Chance, also Rondras letzte Chance ist, wenn jetzt die Zwillinge in Janka wieder aufgelesen werden sollten, dann hat
Orondra vielleicht noch eine kleine Chance, aber ansonsten bist du sicher, dass sie spätestens nach einem Monat Chor-Geweihten oder so etwas wird. Sehr gut, sehr gut. Ja, und während ihr so beschäftigt seid, könnt ihr den Ausguck rufen hören. Schiff in Sicht! Nun, dann wollen wir doch einmal sehen. Ja, mittlerweile 4-5 Stunden. Kann jemand die Segel erkennen? Keine Segel! Präzisiere! Fluss!